Ja, moin Leute. Wir haben ja vor 3 Monaten mal ein Video gemacht zu unseren Varios oder zu den Schwarzen, wo unsere Tipps sind und zur Bedienung mal was erzählt und auch über die Schmiernippel. Und da haben wir gestern einen Kommentar bekommen, wo wir auch sehr dankbar drüber sind, dass noch ein Schmiernippel an der Allradwelle sitzen soll. Beim Service waren die Träger ja auch schon immer. Aber hier an den Schrauben ist noch die komplette Werksfarbe dran und der Träger ist Will die fest noch, ne? Baujahr 2009. Also war da noch nie einer dran. Wir machen das jetzt mal lose und zeigen euch gleich mal den Schmiernippel. Beim anderen haben wir das schon gemacht eben. Das Schöne ist, dass wir Dienstagabend noch Besuch kriegen. Und dann werden wir den Kollegen erstmal fragen. Wie viel Schmiernippel wir haben. Ja, weil er die tagtäglich macht. Also, der braucht nur eben los. Ja. Stellen wir den Schrauber eben um. So, dann gucken wir gleich mal. Raus. Da ist er drauf, Michi. Ja. So, jetzt kommt wieder eine schöne Hülle. Machen wir ein Stück vor, sonst kommen wir da scheiße hin. Schmiernippel an der Stelle, da sitzt er. Wurde noch nie abgeschmiert, die Schrauben waren noch nie lose. Da hauen wir jetzt erstmal Fett rein. Da kann nicht angehen, ne? Kann nicht angehen. Gerade beide abgeschmiert. Wie gesagt, der eine, den haben wir jetzt erst entdeckt, weil auf YouTube einer einen Kommentar gegeben hat, dass da auch noch einer sitzt. War noch nie abgeschmiert worden. War nicht traurig. Und dann sitzt ja noch mal einer. Und am Bauch. Da. So, und dann haben wir, um noch mal alle eben zu zeigen, ja ganz einfach hier einen oben, da unten einen, von der Fronthydraulik hier einen, beim Pendel, der sitzt von hier unten, muss man von da unten schmieren, dann hat man hier einen von der Fronthydraulik, da oben hinter, wo mein Finger gerade ist, da. Genauso hier auf dieser Seite da ein, hier am Pendel wieder, von Fronthydraulik, da ein, so, jetzt gehen wir nach hinten, da haben wir einmal hier über den Oberlenker ein, und das Fett auch da raus, und dann sitzen hier hinten, neulich hatte einer auf YouTube eine Frage gestellt, ob unsere Hydraulik auch knarrt. Dafür sind diese beiden Schmiernippel. Sieht man die jetzt so gut? Guck mal, da sitzt er. Da. Und auf der anderen Seite genauso. Wir gehen da mal eben hin. Der sitzt, kann man jetzt gerade schlechter sehen, aber auch dahinter. Also den fühlt man dann auch. Genau. Das war's. Das war's. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir den Schmiernippel jetzt mit YouTube oder mit euch entdeckt haben. Jetzt ist die Frage natürlich, wie oft muss man den abschmieren? Ich denke mal, den muss man jetzt nicht so oft abschmieren, aber das kann ja mal einer in die Kommentare schreiben, der das weiß. Ich weiß gar nicht, ob das in der Bedienungsanleitung überhaupt drin steht. Müsste ja eigentlich. Aber sonst kann ja mal einer in die Kommentare schreiben, das weiß bestimmt einer, wie oft man den Schmiernippel abschmiert. Ich denke mal, so nach fast 10 Jahren könnte man da mal Fett reinmachen. Und ja, also noch einen schönen Restmontag. Wir sehen uns.